Ja, es ist 11 Uhr. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar. Bereits hier auf der ersten Folie tauchen zwei wesentliche Kernthemen auf. Das ist zum einen der digitale Wandel und einmal das WhatsApp-Dilemma. Was diese Themen in unserem heutigen Kontext konkret bedeuten und wie sie miteinander im Zusammenhang stehen, das wird uns heute der Herr Franz Obermeier von der Infinit vorstellen. Was mich darüber hinaus auch besonders freut, ist, dass wir Herrn Gutmann von der St. Augustinus-Gruppe mit dabei haben, der hier zu dem Thema aus seinen eigenen Erfahrungen letztendlich berichten wird. Ja, ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Mehmet Özbek. Ich bin als Solution Sales Consultant im Bereich Mobility Management Lösungen bei der Deutschen Telekom beschäftigt. Bevor wir letztendlich in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen gerne noch einige organisatorische Hinweise mitgeben. Ihre Mikrofone sind von Beginn an ausgeschaltet. Das dient letztendlich dem, dass wir hier keine Störgeräusche haben. Sie haben aber dennoch jederzeit die Möglichkeit über Ihr Panel, dort finden Sie einen Bereich, ein Register, der sich Fragen nennt, Ihre Fragen entsprechend an uns einzugeben. Wir werden nach dem Präsentationsteil letztendlich auf diese Fragen entsprechend eingehen und sie dann beantworten. Nach dem Frageteil werden wir noch eine entsprechende Live-Demo vorführen. Das Webinar wird von uns aufgezeichnet und es wird Ihnen letztendlich im Nachgang zur Verfügung gestellt. So haben Sie die Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen bzw. auch mit Ihren Kollegen zu teilen. Am Ende findet nochmal eine kurze Umfrage statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Sie haben aber auch im Rahmen dieser Umfrage nochmal die Möglichkeit, bei Ihnen offen gebliebene Fragen entsprechend dort einzugeben. Diese landen bei uns und wir werden sie dann auch im Nachgang noch beantworten. Ja, bevor ich Sie jetzt noch länger auf die Folter spanne, würde ich jetzt übergeben an den Herrn Franz Obermeier. Franz, deine Bühne. Vielen Dank, Mehmet. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, die heute hier live dabei sind und auch an die, die sich später dann als Aufzeichnung anschauen werden. Wie der Herr Özbeck bereits gesagt hat, Thema digitaler Wandel und Beseitigung des WhatsApp-Dilemmas. Sehr spannendes Thema. Wie gesagt, wir werden Sie durchführen. Zuerst einen kleinen Theorieteil. Dann sehr spannende Sache, der Herr Gutmann wird davon berichten, wie Netz 4 in seinem Haus eingeführt worden ist. Und dann gehen wir in eine Fragenrunde und zu guter Letzt dann noch eine Demo-Session. Also ich freue mich auf die nächsten, wie viel haben wir noch? 57 Minuten und wird dann gleich mal starten. Und da schauen wir uns zuerst mal die digitale Transformation an. Das ist ein Veränderungsprozess. Ich habe mir hier eine Definition rausgepickt. Es gibt da sehr, sehr viele Definitionen, aber die hat mir ganz gut gefallen. Nämlich ist es die Integration digitaler Technologien in alle Aspekte der Interaktion eines Gesundheitsunternehmens mit Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Aufsichtsbehörden. Mir fehlt hier zwar auch noch, weil innerhalb des Unternehmens ist es ebenfalls wichtig, also dieser Aspekt müsste da noch rein, aber sonst sagt es das schon ganz gut. Und diese digitale Transformation, das werden Sie sehen, oder gerade auch bei sich derzeit erleben, wird immer wichtiger. Und durch das Krankenhauszukunftsgesetz hat auch die Bundesregierung jetzt da Weichen gestellt, um da nochmal, sage ich mal, so einen Nachbrenner zu geben und einen Topf von Geld zur Verfügung gestellt, weil das Thema eben sehr, sehr wichtig ist. Einige von Ihnen werden da am Anfang von diesem Prozess stehen, manche sind mittendrin, andere sind schon weiter. Aber für alle gilt, es ist eine Veränderung, nicht nur Einführung von neuen Technologien, sondern natürlich auch eine Veränderung von Prozessen und vor allem auch in den Köpfen der beteiligten Mitarbeiter. Wenn wir jetzt mal schauen, die digitale Transformation, und hier heißt ja die Interaktion, intern wie auch extern, muss digitalisiert werden. Da kommt natürlich ein Aspekt gleich ganz zuvor, das ist der digitale Arbeitsplatz. Und beim digitalen Arbeitsplatz kommen mir gleich einige Schlagworte zutage und da ist zuvor das zu nennen Mobility. Die Welt wird immer mobiler.
Das kennen Sie zwar in Ihren Häusern, in den Krankenhäusern ist schon immer mehr mobil gearbeitet worden als jetzt in einem klassischen Betrieb, wo die Mitarbeiter dann vor ihren PCs sitzen und irgendwelche Sachen schreiben. Vom PC aus kann ich natürlich schwer eine Spritze verabreichen. Insofern war es bei Ihnen schon immer mobil, aber das, glaube ich, hat sich in der letzten Zeit nochmal verändert und wird sich auch noch stärker verändern, weil man zukünftig noch viel mehr Dinge, die man heute zwar am Bett, also am Point of Care, sich noch handschriftlich notiert und das dann am Arbeitsplatz von dem Pflegepersonal oder vom Arzt noch in irgendwelche Applikationen eingegeben werden muss, das wird sich immer mehr verlagern an eben diesen Point of Care, dass man sagt, da hat man gleich die Applikation zur Verfügung, um mobil dann dort das tun zu können, was man sonst am PC noch tun müsste im Nachgang. Das bringt natürlich große Produktivitätsgewinne mit sich. Und in dem Zusammenhang wird dann auch immer wichtiger die Cloud, oder eine Hybrid-Cloud. Ich weiß, dass das grundlegend bei den Krankenhäusern oder bei vielen erstmal so ein Thema ist. Ups, Cloud, nein, ich brauche alle meine Daten, müssen bei mir im Rechenzentrum sein. Das kann auch nach wie vor der Fall sein, denn es gibt ja sehr schlaue Konzepte, wo man sagt, alles, was Daten speichert, Patientendaten speichert, kann ich bei mir im Rechenzentrum im Krankenhaus tun. Aber alles, was Power zur Verfügung stellt und Informationen zur Verfügung stellt oder Teilnehmer zusammenschaltet, kann auch in der Cloud passieren, sofern das, und da sind diese zwei Punkte natürlich sehr, sehr wichtig, sicher ist. Bei Ihnen im Krankenhaus gilt zuvorderst, Patientendaten sind das höchste Gut, das zu schützen ist. Und das darf natürlich durch den digitalen Wandel nicht hinten runterfallen. Also man will jetzt nicht, dass man sagt, oh, das machen wir jetzt alles wunderbar, dass wir hier am Point of Care gleich über die Cloud Dinge machen können und Verschlüsselung ist jetzt erstmal egal, weil das Feature ist wichtig. Nein, so soll es nicht sein. Security steht ganz, ganz oben, nach wie vor. Warum macht man das Ganze? Man will natürlich eins erreichen. Man will besser helfen, schneller helfen, Effizienz erhöhen, die Interaktion mit dem Patienten will man verbessern. Man will natürlich auch die Kollaboration verbessern, intern wie extern. Und das ist ein sehr, sehr zentrales Thema und eins der Ziele natürlich, warum wir überhaupt das Ganze tun, nämlich die Digitalisierung vorantreiben, dass die Zusammenarbeit mal ganz allgemein verbessert wird, vereinfacht wird und qualitativ hochwertiger. Und wenn ich mir diesen Block anschaue, Zusammenarbeit, dann ist es klar, dass da, und das sehen Sie da links, Information und Kommunikation werden dadurch immer, immer wichtiger. Denn ich brauche natürlich dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die richtigen Informationen und muss die Möglichkeit haben, dass ich mich mit den richtigen Personen dort dann auch austauschen kann. Und die Personen sind natürlich selten im Raum, deswegen ist eben die mobile Kommunikation so wichtig, über Grenzen hinweg, über Unternehmensgrenzen hinweg und vielleicht auch über Länder. Vielleicht ist ein Spezialist ganz woanders, an den Ende der Welt. Da kommen Aspekte wie Telemedizin dann zum Tragen oder dergleichen. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Je besser Information und Kommunikation, desto mehr können Sie Ihre Collaboration verbessern und je mehr dort verbessert wird und je mehr da zusammengearbeitet wird, auch intern wie extern, wie bereits gesagt, desto mehr Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten brauchen Sie beziehungsweise das richtige Tool dafür. Jetzt gebe ich dem noch einen kleinen Twist, weil, was wir alle gesehen haben, Covid-19, klar, beeinflusst uns alle. Gerade für Sie im Krankenhaus hat das zu diesem grundlegenden Bedürfnis, dass Information und Kommunikation sehr, sehr wichtig sind, natürlich auch noch einen Dringlichkeitsaspekt mit auf den Tisch gebracht. Denn auf einmal ändern sich Dinge täglich. Es gibt tagtäglich neue Herausforderungen. Da muss vielleicht eine Station zugemacht werden und für Covid-Patienten freigemacht werden. Da gibt es vielleicht Covid-Fälle in der eigenen Belegschaft und so weiter und so fort. Also sehr, sehr dynamisch und absolut dringlich und wichtig. Insofern ist durch diese Pandemiesituation, das, was ich vorher gerade gesagt habe, was durch die Digitalisierung sowieso schon notwendig ist, nämlich, dass man die Information- und Kommunikationsmöglichkeiten ausbaut, wurde hier nochmal beschleunigt. Sie sehen, als vierten Punkt, Sicherheit steht hier auch nochmal ganz, ganz wichtig, denn, wie ich es vorher schon gesagt habe,
Man kann auch hier nicht sagen, naja, jetzt machen wir da mal schnell, schnell und lassen die Sicherheit, sprich Patientendatensicherheit, hinten runterfallen. Nein, geht nicht. Sicherheit bleibt hier auch das Gut, das zu schützen ist, beziehungsweise die Datensicherheit ist da wichtig. So, und mit dem, was wir jetzt da sehen, komme ich zum nächsten Punkt, nämlich ganz allgemein diese Anforderung, Kommunikation, Kollaboration. Und dann schaue ich auf die Krankenhauslandschaft heute. Ich spreche ja sehr viel mit Krankenhäusern und es ist so, dass in vielen Häusern Stand heute den Mitarbeitern halt gesagt wird, du hast hier einen E-Mail-Account und da ist noch ein Telefon, da kann man sich dann gegenseitig anrufen. Und ich sage hier, das ist einfach zu wenig. Ja. Und die Mitarbeiter merken das auch, weil zu Hause nutzen sie ja, wie ich übrigens auch im Privatleben, gerne Chat-Tools wie WhatsApp und sehen, aha, das ist doch viel besser. Da kann ich viel schneller mich jetzt mal mit drei zusammenschalten, ein Bild austauschen, ein Video austauschen, Informationen, mal sich auch mal anrufen, Videotelefonie machen und so weiter und so fort. Also das ist der Grund, warum wir, da komme ich jetzt zum zweiten Aspekt des heutigen Tages, hier von dem WhatsApp-Dilemma reden, weil Mitarbeiter nehmen natürlich dann ihre privaten WhatsApp-Tools und Accounts mit ins Krankenhaus, um dort dienstlich mit Kollegen, mit niedergelassenen Ärzten, mit Patienten zu kommunizieren. Und das hat natürlich diverse Risiken und Konsequenzen zur Folge. Und die sehen wir hier. Vieles von dem erklärt sich von selbst und ist Ihnen, denke ich mal, allen sehr bewusst. Zuvorderst ist zu nennen Non-Compliance. Also die DSGVO ist da sehr strikt und das, was da passiert, ist natürlich nicht DSGVO-konform. Damit hat man schon mal das Risiko von empfindlichen Strafen. Ganz abgesehen davon von einem Reputationsverlust, wenn rauskommt, dass Patientendaten auf dem Weg über einen privaten WhatsApp-Account in Hände gelangen, wo sie eigentlich nicht hingelangen sollen. Also Achtung, Gefahr. Nicht nur für die Unternehmensleitung, also für das Krankenhaus, sondern auch für die Mitarbeiter. Das sage ich an der Stelle auch ganz bewusst, denn ich kenne Beispiele, wo WhatsApp-Gruppen gebildet werden. Die laufen dann 2 Jahre lang, alles wunderbar. Dann verlässt einer der Gruppe das Unternehmen, in dem Fall das Krankenhaus, und arbeitet nicht mehr für diesen Arbeitgeber. Aber es wird natürlich vergessen, den aus der WhatsApp-Gruppe rauszulöschen. Insofern fließen da immer noch Informationen nach außen, wo sie gar nicht hinfließen sollen. Und da ist jetzt keine Cyberattacke, da ist kein Hacking passiert, sondern das passiert einfach, weil die Lösung nicht zentral gemanagt werden kann. Und damit ist natürlich Wildwuchs gegeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das sind so diese, sagen wir, Risiken, die über dem WhatsApp-Dilemma stehen. Ferner ist zu sagen, dass Sie sich natürlich auch einige Chancen nehmen im Zuge der Digitalisierung, wenn Sie dieses wichtige diesen Kommunikationsaspekt nicht in eigene Hände nehmen, sondern es Mitarbeitern in ihren privaten Accounts überlassen, was sie da machen. Sie haben dann keine einheitliche Informationsplattform, denn ich bezweifle, gerade wenn ich mir jetzt wieder, ja, vorletzte Woche ist ein großes Universitätsklinikum mit unserer Lösung ausgestattet worden. Da geht es um 5.000 Mitarbeiter. Ich bezweifle, dass die Unternehmensleitung die 5.000 Telefonnummern von ihren Mitarbeitern hat und dann eine WhatsApp-Gruppe machen könnte, um die mit Informationen zu versorgen. Das ist einfach ein No-Go, geht nicht. Insofern fehlt einfach eine Informationsplattform. Und da wird Ihnen der Herr Guttmann dann nachher auch gleich was dazu sagen. Insofern will ich da gar nicht zu viel vorgreifen jetzt, Herr Gutmann. Die API zu Applikationen will ich hier aber doch noch nennen, die Ihnen auch nochmal Chancen wegnimmt, denn wie Sie eingangs gehört haben, Ihre Applikationen im Krankenhaus werden immer mobiler. Dinge, die heute nur auf dem Desktop möglich sind, diese Anbieter werden Ihnen auch mobile Komponenten mehr und mehr anbieten können, weil die sehen, genau da muss gearbeitet werden und nicht wieder zurück am Arbeitsplatz kommen, beziehungsweise an den PC-Arbeitsplatz kommen. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, dass die Interaktion mit anderen Applikationen von einer Kommunikations-App gewährleistet ist und auch zum Beispiel mit Applikationen, die jetzt Alarme generieren oder dergleichen. Also ganz, ganz wichtige Sache, dass man hier die Möglichkeit hat,
Maschine zu Mensch Kommunikation mit abzubilden und nicht nur Mensch zu Mensch. Und das bildet Ihnen halt hier WhatsApp auch nicht und deswegen ist das eine weitere ja, verpasste Chance. An dem Punkt gehen wir jetzt mal über, um das ein bisschen zusammenzufassen, skizziere ich Ihnen den Bedarf, den ich meiner Meinung nach sehe für Unternehmen im Gesundheitswesen, wenn es um die Kommunikation geht, also diesen Kommunikationsaspekt. Digitalisierung ist ja ein Riesenaspekt, aber wir sind ja jetzt bei diesem Kommunikationsaspekt. Und da bin ich der Meinung, dass das Unternehmen im Gesundheitswesen eine sichere Lösung brauchen, ganz klar, die muss zuvorderst sicher sein. Alles, was geschieht, muss absolut abgesichert sein. Die Lösung muss von der IT verwaltbar sein, aber für die Benutzer niederschwellig und attraktiv, weil ich kann die sicherste Lösung der Welt konzipieren. Wenn die nicht niederschwellig ist, sprich zu kompliziert oder wenn sie nicht attraktiv genug ist, sprich von den Features her viel zu wenig bietet, dann wird sie nicht genutzt. Und dann hat man wieder nichts gewonnen, weil natürlich dann die Mitarbeiter nach wie vor ihr WhatsApp nehmen und sie haben einfach eine Lösung, die ja nicht eingesetzt wird. Ist schlecht. Insofern Attraktivität. Wenn wir über Attraktivität sprechen, bin ich der Meinung, muss sie mehr bieten als nur Chat-Messaging. Da ist hier zu nennen Chat, Broadcast-Kanäle, Sprachfunktionen, Videotelefonie, Bildschirmfreigabefunktionen, alles nützliche Dinge. Denken Sie an so Sachen wie, also es muss ja nicht immer eine große Videokonferenz sein oder so, ein Webinar, wie wir hier machen. Ja. Da gibt es GoToMeeting zum Beispiel als Anwender oder als Anbieter. Das ist wunderbar. Aber der wirkliche Anwendungsfall bei Ihnen im Haus ist ja, dass Patient, neuer Patient kommt rein, hat eine Wunde, Wundarzt ist am anderen Ende des Hauses. Die den Patienten aufnehmen, schauen sie die Wunde an, denken sie, hups, weiß ich jetzt nicht, ob das kritischer ist oder nicht. Dann kann man den Wundarzt mal anrufen, Videotelefonie, kann gleich die Wunde auch filmen. Der Arzt kann unterwegs schon draufschauen und kann schon mal, weiß schon mal, was ihn erwartet oder kann schon mal erste Anweisungen geben. Also das ist so ein kleines Beispiel, aber da gibt es tausende von Beispielen, wo es wichtig ist, dass man sich mit einem oder mehreren Personen einfach auch mal nicht mit Textfunktion austauscht, sondern in Form von einer kleinen Videoschalte. Und zu guter Letzt, ich hatte es schon erwähnt, die API zu anderen klinischen und nicht klinischen Systemen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn nur dann wird es ein allumfassendes Tool, wo Sie sagen können, jawohl, jetzt haben wir was, wo wir nicht nur Mensch-Mensch abgedeckt haben, sondern auch Mensch-Applikation und Applikation zu Mensch. Und das wird immer mehr ein Erfolgsfaktor in der Zukunft. Und jetzt komme ich zur guten Nachricht für Sie. So eine Lösung gibt es schon und die heißt Netsphere. Und mit dieser Lösung haben wir 2 Jahre in Folge 2018 und 2019 in der Gesundheitswirtschaft sehr angesehenen Preis des Digitalisierungsthemas der Gesundheitswirtschaft gewonnen, der von der Entscheiderfabrik jedes Jahr vergeben wird, mit seinen 900 Klinikstandorten als Mitglieder. Und da sind wir sehr stolz drauf, hat uns sehr gefreut. Und was das auch gebracht hat, und ich sage es hier auch ganz explizit dazu, wir sind ja in diesen 2 Jahren mit Klinikpartnern durch sogenannte öffentliche Proof of Concepts gegangen. Und diese Klinikpartner haben die Lösung in der Zeit noch viel, viel besser gemacht. Und wir haben gemeinsam weitere Features dazu entwickelt. Und der Herr Gutmann und sein Haus waren ja da eben auch Teil davon und sind es immer noch. Und Sie werden dann sehen, was für tolle Sachen da auch rausgekommen sind. Von daher ist eine Lösung, die sich schon bewährt hat am Markt. Und jetzt schauen wir an, was ist es überhaupt? Sie können sich es grundsätzlich mal vorstellen wie WhatsApp. Wir sprechen hier über einen Secure Messenger. Aber im Gegensatz zu WhatsApp ist Netsphere gebaut auf den 4 Säulen, die Sie da auf der linken Seite sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die DNA der Lösung. Und diese 4 Säulen, die müssen immer stehen bleiben, egal von welchem Aspekt wir von der Lösung sprechen. Also alles, was auf diesem Kollaborationspunkt ganz unten noch kommen wird, darf niemals die anderen Säulen einreißen. Und die anderen Säulen, gehen wir kurz darauf ein, zu oberst zu nennen, Sicherheit, alles in Netzwerk ist Ende zu Ende verschlüsselt. Die Private Keys zur Ver- und Entschlüsselung liegen bei den Chat-Teilnehmern. Also auch die IT-Abteilung kann nicht in die Chats reinschauen. Sofern Datenschützer heute hier mit dabei sind oder Betriebsräte oder Personalräte, das ist eine sehr gute Nachricht für Sie und Ihre Mitarbeiter, denn
Hier kann also quasi nicht überwacht werden, weil wir sehen auf der linken Seite Kontrolle für die IT-Abteilung. Kontrolle heißt nicht, dass die IT-Abteilung jetzt reinschauen kann, was wird denn da ausgetauscht oder chattet denn die Frau Meier mit dem Herrn Müller öfters, als man es dienstlich tun sollte. Solche Dinge kann die IT nicht sehen, sondern, und das ist viel wichtiger, die IT gibt hier den Rahmen vor. Die IT managt, wer ist überhaupt Teil meiner Netzwerkorganisation. Die Lösung kann mit dem Active Directory zum Beispiel gekoppelt werden. Insofern ist es so, dass Mitarbeiter, die im Active Directory Baum sind und eine Netzwerk-Lösung bekommen sollen, kriegen die automatisch. Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, Netzwerk-Account wird automatisch deaktiviert und gelöscht. Insofern verhindern Sie das, was ich vorher gesagt habe, dass auf Accounts, ehemaligen Accounts von ehemaligen Mitarbeitern, da noch hingechattet wird und Daten abfließen. Ist in Netzwerk verhindert. Compliance als dritte Säule, da steht natürlich die DSGVO zuvorderst, aber auch andere Vorgaben wie ISO-Zertifizierungen und der letzte Block unten ist die alles, was die Zusammenarbeit verbessert und das wollen wir ja. Das kommt wieder zu dem, was ich gesagt habe, die Lösung muss attraktiv sein. Also hier sind dann einige Features dahinter, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde, die dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit eben verbessert werden kann zwischen Mitarbeitern, aber auch mit Externen. Bevor wir das tun, schauen wir nur kurz auf die rechte Seite. Netzwerk ist verfügbar nicht nur auf mobilen Devices, dort auf iOS und Android, ja, der Haken dran, aber auch auf dem Desktop und dort mit nativen Apps für Windows und für macOS und auch über den Browser, über eine Secure Web App. Damit haben es eigentlich alle Endgeräte abgedeckt und das Schöne ist, dass Netzwerk sich in Echtzeit synchronisiert über alle Endgeräte, also echte Multi-Device-Fähigkeit, auch sehr, sehr wichtig, denn es kann dann mal sein, dass Sie Ihre Konversation beginnen, vielleicht am Desktop und müssen aber dann in den ersten Stock und nehmen dann Ihr Handy und führen Sie dort weiter. Und das funktioniert nahtlos. So, insofern kann man zusammenfassend sagen, sicherer Messenger, Voice, Video und API-Funktionen on top of Chat-Funktionen. DSGVO-konform, Serverinfrastruktur ist in Deutschland, das ist sehr, sehr wichtig, ja, dass die, das ist auch anhand der DSGVO, aber nicht nur Europa, sondern das ist sogar Deutschland, das ist München und Frankfurt in dem Fall und sehr große Kunden von uns, die da sagen, ich will es on-prem haben, können es auch on-prem bekommen oder in dieser Hybrid-Variante, die ich eingangs angesprochen habe, die auch immer attraktiver wird, wo man sagt, alles, was Daten speichert, ist on-prem im Rechenzentrum des Kunden. Und alles, was nur Power zur Verfügung stellt, ist in der Cloud abgesichert, auch wieder in einer verschlüsselten Umgebung. Gut, und somit schaffen wir dann Mehrwerte für Sie und für die Digitalisierung. Und in dem Zuge zeige ich Ihnen ein paar Sachen hier jetzt auf Folie. Später haben wir noch eine Live-Demo, aber mir ist wichtig, dass es hier noch mal rüberkommt, dass es eben mehr ist als nur Chat-Messaging. Es gibt da einige Anbieter am Markt, die machen gutes Secure Messaging, ja, aber in unseren Augen ist es nicht weit genug. Das ist nur ein Teil dessen, was benötigt wird. Insofern haben wir auf das Secure Messaging noch aufgesetzt, unsere Group Calling Funktionalität. Group Calling im Sinne von, ich kann aus einer Chatgruppe mit einem Klick gleich die Kollegen anrufen oder auch nur einen Teil der Kollegen, die in der Chatgruppe sind und kann mich mit denen austauschen. Wenn es nötig ist, kann ich dann auch meinen Bildschirm teilen. Ja. Von Desktop oder vom Mobil geht alles oder Mobil zu Desktop, vice versa, alles möglich. Wie ich gesagt habe, Ende zu Ende verschlüsselt. Also alle diese Features, die Sie hier sehen, sind ebenfalls immer Sicherheit, Kontrolle, Compliance. Group Video Calling haben wir jetzt vor, ich glaube, 8 Wochen auf den Markt gebracht. Ist sehr stark nachgefragt worden in den Häusern von Ihnen. Haben wir jetzt bis zu 16 Teilnehmer in der ersten Version. Stand heute ist es noch ein Videocalling. Die Videosprechstunde wird folgen nächstes Jahr. Damit können Sie es dann auch abrechnen. Also auch eine sehr, sehr spannende Sache. Dann solche Dinge, und ich habe jetzt mal stellvertretend nur uns genommen, das sind Integrationen mit Partnern im Klinikumfeld. Und in dem Fall war es so, dass der Chefarzt eines Kunden von uns, der hat gesagt, ja, jetzt habe ich meinen Netzwerk-Account, das ist doch super, da kann ich mich mobil gleich mit meinen Kollegen und auch mit Patienten austauschen. Jetzt, und ich habe aber auch einen persönlichen Nuance-Account.
den ich schon trainiert habe, wäre es nicht toll, wenn ich die beiden verheiraten könnte? Und das war eine super Idee. Wir haben damit nur uns Kontakt aufgenommen, die fanden das auch spitze. Und seit, ich glaube, Frühling diesen Jahres war es, haben wir die Nuance, diese Dragon Medical Speech Recognition bei uns eingebaut in den Chat Messenger. Optional natürlich, nur für die, die einen Nuance-Account haben. Aber das würde dann ihren Ärzten ermöglichen, dass sie gleich unterwegs ihr Diktat in Netzwerk reinsprechen können. Das wird von Sprache auf Text umgewandelt und dann gleich rausgeschickt an die Empfänger, wo es rausgeschickt werden soll. Also auch eine große Verbesserung, ohne dass der Arzt zu seinem PC-Arbeitsplatz zurückkehren muss. Und zu guter Letzt stehen da noch einige Dinge, die noch sehr wichtig sind. Die Broadcast-Kanäle, wird, wie gesagt, auch der Herr Gutmann gleich noch was dazu sagen. Man kann ein Netz für Meetings vereinbaren. Man hat Umfragefunktionen mit integriert. Diejenigen von Ihnen, die Doodle kennen, kennen das. Also man gibt da Antwort vor und mehrere oder man gibt mehrere Optionen vor, um zu sagen, zum Beispiel Mittagessen, gehen wir zum Italiener, zum Chinesen oder zur Dönerbude. Und dann können die Kollegen abstimmen. Ich habe jetzt bewusst Mittagessen genommen, das wird vielleicht ein bisschen belächelt, aber das ist auch so eine Kleinigkeit, wo ich sage, man muss den Mitarbeitern auch manchmal Funktionalitäten geben, die sie für sich einfach einsetzen können. Ja, im kollegialen Umfeld, das muss nicht immer komplett nur drauf bedacht sein, Produktivitätsgewinne für die Arbeit zu gewinnen. Denn wenn glückliche Mitarbeiter, die schneller einig werden, wo sie jetzt heute Mittagessen machen, sind ja auch was wert. Aber die Umfragefunktion kann natürlich auch benutzt werden für sensiblere Dinge, nämlich wie ist der Führungsstil in meiner Abteilung und solche Dinge. Das Schöne ist, für die Betriebsräte wieder hier am Tisch oder die Datenschützer, die Umfrageergebnisse in dieser Gruppe sind anonym. Das heißt, eine Führungskraft könnte wirklich seine Mitarbeiter auch befragen zu sensibleren Themen und man würde ein Ergebnis bekommen, wo man sieht, wie viele Stimmen kamen für welche Aussage, aber man würde nicht wissen, von wem sie kommt. Und dann hier durch die sichere API zur Integration von Klinikapplikationen. Ich sage es an der Stelle, heute ist es eine HTTPS-API. Die FHIR-API ist gerade in Entwicklung. Das ermöglicht dann natürlich noch mehr, ja, sobald dann FHIR noch gelauncht ist in Netzwerk. Jetzt habe ich noch eine Folie und dann würde ich übergeben an den Herrn Gutmann. Die war mir aber noch sehr wichtig, einfach deswegen, um Ihnen zu zeigen, Sie können Netzwerk natürlich verwenden, nur rein intern, dass Sie sagen, meine Mitarbeiter sollen mit Netzwerk versorgt werden und die sollen sich untereinander austauschen können darüber. Fein. Geht, kann der IT-Administrator von Ihnen so einstellen. Aber in den meisten Fällen, und ich glaube 98% unserer Kunden, haben die sogenannte Gastfunktionalität aktiviert. Das heißt, dass Mitarbeiter, denen wird es auch erlaubt, mit Externen zu kommunizieren. Das können niedergelassene Ärzte sein, das können Patienten sein, das können Lieferanten sein. Das Schöne bei dem ist, dieses Aufbauen einer Kommunikationsbeziehung mit einem Externen, auch wenn er noch gar kein Netzwerk hat, ist absolut simpel, dauert keine 2 Minuten, ist sicher, das ist ganz, ganz wichtig zu nennen, und ist kostenneutral. Also Sie zahlen nur für Ihre eigenen Mitarbeiter, die Netzwerk Enterprise benutzen. Insofern haben Sie eine Budgetsicherheit. Externe bekommen eine kostenfreie Version, die nennt sich Netzwerk Professional und müssen dafür selber auch nichts zahlen. Die ist ein bisschen abgespeckt im Gegensatz zu Netzwerk Enterprise, aber hat eben den Vorteil, alles, was zum Austausch benötigt wird, funktioniert da ebenfalls, aber es werden keine Kosten generiert. So, und somit wäre ich jetzt am Ende von meinem Teil und freue mich schon drauf und übergebe an den Herrn Gutmann, Leiter IT und Medizintechnik von der St. Augustinus-Gruppe. Herr Gutmann. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und ein herzliches guten Morgen zu dem heutigen Webinar. Zunächst eine kleine Vorstellung. Mein Name ist Klaus Gutmann. Ich bin, wie gesagt, Leiter IT und Medizintechnik bei der St. Augustinus-Gruppe. Noch gar nicht so lange, nämlich das erst seit dem 01.01.2020. Zuvor seit 20 Jahren in verschiedenen Einrichtungen tätig, Malteser, K-Plus-Gruppe, Soling, Helios und andere. Hab also da schon einiges gesehen. Die St. Augustinus-Gruppe, vielleicht auch nochmal wichtig für Sie, um das Bild einfach nochmal zu schärfen und zu klären, ist ein christlich gemeinnütziger
regionaler Konzern mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Sozialwesen mit aktuell rund 5.400 Mitarbeitern rund um Neuss, Mönchengladbach bis nach Krefeld. Also Niederrhein ist so unser Schwerpunkt. Wir haben insgesamt 85 Standorte, davon zwei somatische Kliniken mit knapp 750 Betten, psychiatrische Kliniken mit knapp 500. Wir haben eine Reha-Klinik, 9 Seniorenheime, Hospiz, MVZ, zwei Schulen. Wir haben natürlich auch Serviceeinrichtungen, eine Behindertenhilfe mit 30 Einrichtungen. Also schon relativ breit aufgestellt, aber auch sehr stark zerstreut. Insofern ist Netzwir für uns genau die Lösung, die wir auch jetzt in der Corona-Krise gebraucht haben und umgesetzt haben. Herr Obermeier, die nächste Folie, bitte. Ja, die erste Corona-Welle im März 2020. Im Grunde war das auch so die Geburtsstunde von Netzwir. Und ich kann mich hier noch sehr genau erinnern an das Datum, nämlich das war Samstag, der 14.3. Mich rief unsere Leitung Unternehmenskommunikation an und berichtete mir ganz aufgeregt, dass jetzt ein Krisenstab gegründet wird, konzernweit. Und eine der ersten Aufgaben wäre es, relativ zügig eine Kommunikationsplattform aufzubauen, um unsere Mitarbeiter zu informieren über den Stand der Corona-Geschichte und der Corona-Verfahren und Dinge, die also anstehen. Das Ganze sollte natürlich wie immer schnell, sicher, datenschutzkonform sein. Eine direkte Information sollte erfolgen. Wollten Informationen schnell in alle Unternehmensbereiche verteilen. Also richtig spannend und das Ganze am liebsten bereits gestern umgesetzt. Unsere UK hatte auch schon eine tolle Idee und hatte ein Unternehmen mit an der Hand, eine Agentur, die auch schon installieren wollte. Wir sollten nur noch einen Server bereitstellen. Dachte ich mir, toll, super. An der Stelle macht das so erstmal oder macht das so keinen Sinn. Hab die Sache an der Stelle gestoppt, kurz mit Herrn Obermeier telefoniert, der uns vollste Rückendeckung gegeben hat. Ich muss sagen, dass wir, wie gesagt, im 2019 und 18 auch in der Entscheiderfabrik teilgenommen haben und Netzwir erfolgreich getestet haben mit 100 Usern. Insofern hatten wir zumindest schon ein bisschen Erfahrung, aber was dennoch fehlte in der Phase, es gab kein Rollout-Konzept. Es gab also keine Idee, wie wir das Tool unters Volk bringen. Wir hatten auch keinerlei Abstimmung mit dem Datenschutz, was natürlich auch in der Phase sinnvoll gewesen wäre, dass man da schon einen Schritt weiter wäre. Und auch die Mitarbeitervertretung ist noch nicht abgeholt worden. Sie sind, wie gesagt, ein konfessioneller Träger und das wird dann immer besonders spannend, wenn es um Datenschutz und Mitarbeitervertretung geht. Dennoch ging es echt schnell und ich war echt beeindruckt. Also am selben Abend, wie gesagt, hatten wir uns schon mal grob abgestimmt mit Netzwir. Am nächsten Tag haben wir ein Rollout-Konzept zusammengeschustert, sodass am Sonntagabend der Krisenstab Netzwir-Rollout freigegeben hat. Und es ging bereits an einem Dienstag darauf, also am 17.3. ging es schon los. Das heißt, wir haben uns alle in der Stufe 1 alle E-Mail-Adressen unserer Mitarbeiter, also dienstliche E-Mail-Adressen geschnappt und erst einmal alle Mitarbeiter angemeldet, über Netzwir informiert. Wir haben im Intranet entsprechend darüber aufgeklärt und gehofft, dass möglichst viele Mitarbeiter sich auch anmelden. Haben in der zweiten Stufe, auch in derselben Woche, haben wir nach Abstimmung der Mitarbeitervertretung und mit dem Datenschutz, was sicherlich auch echt ein Kraftakt war, aber da hat die Geschäftsführung auch sehr intensiv eingewirkt, in der Notlage auch private E-Mail-Adressen der Mitarbeiter genommen und da auch nochmal informiert, um so viele User wie möglich an Netzwir anzubinden, mit dem Ergebnis, dass wir tatsächlich Ende März, also rund 2 Wochen später, schon 2000 User online hatten, also 2000 User, die sich entweder auf privaten oder dienstlichen Endgeräten die App runtergeladen haben oder über den Webclient Netzwir genutzt haben, ja, und somit auch Informationen aus der Geschäftsführung, aus dem Krisenstab erhalten haben. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen begleitet worden, auch mit einer kleinen Kommunikationskampagne, dazu aber gleich nochmal später, weil auch daraus haben wir gelernt. Die nächste Folie, bitte. Wie nutzen wir Netzwir? Sie können ruhig beide auch machen, genau. Wir nutzen Netzwir in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist uns wichtig, Informationen regelhaft
in die Mitarbeiterschaft zu streuen und ja, im Grunde One-Way zu informieren über die aktuelle Corona-Lage. Es gibt sozusagen einen Corona-Ticker, der zweimal in der Woche durch die Geschäftsführung selber rausgeschickt wird. In diesem Corona-Ticker sind Informationen zu finden zur aktuellen Lage, aber auch teilweise zum Geschäftsbericht. Natürlich kann man in eine Textnachricht nicht viel Information unterbringen. Das heißt, wir verlinken dann auch mit der Internetseite und so hat jeder Mitarbeiter auch die Möglichkeit, ich sag mal, von zu Hause aus schnell Informationen zur Corona-Situation abzurufen. Das andere ist unser IT-Security-Ticker, den wir auch nutzen, ja, wenn es besonders spannend wird oder wenn es besonders kritische Situationen gibt und ich sag mal, wieder Krankenhäuser oder wer auch immer angegriffen wird, dann nutzen wir auch das. Allerdings sehr dosiert und auch wirklich nur in Notfällen. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist es wichtig, auch alle Mitarbeiter zu informieren, dann haben wir auch da eine Meldung entsprechend raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Thema Kommunikation sehr wichtig. Der Austausch in Kommunikationsgruppen, in Chatgruppen. Wir haben also schon allein in Krisenstäben haben wir zig Gruppen, ein großer Krisenstab, der zusammenkommt über alle Einrichtungsleitungen, also alle Geschäftsführer und Konzernleitungen, einen kleinen Krisenstab mit den engsten Mitarbeitern rund um die Konzernspitze, die sich austauscht. Es gibt Chatgruppen innerhalb der Häuser, die sich austauschen. Es gibt Chatgruppen zu diversen Themen. Also in der IT beispielsweise gibt es eigene Gruppen für eigene Bereiche. Das wird also sehr regel, sehr intensiv genutzt. Und auch das ist im Grunde ja etwas, was ich früher, was ich auch natürlich auch in anderen Abteilungen, IT-Abteilungen mal gesehen habe. Häufig läuft das über WhatsApp. WhatsApp ist bei uns kein Thema mehr. Also über WhatsApp passiert nichts mehr. Es läuft alles komplett über Netz 4. Und jeder ist über Netz 4 auch erreichbar, natürlich alles freiwillig. Vielleicht zum Nutzungsgrad, kann für den einen oder anderen auch mal ganz interessant sein. Ich habe gestern Abend mal geschaut, wie wir aktuell ja unterwegs sind. Wird denn Netz 4 auch wirklich genutzt? Und man kann die beiden Wellen auch so ein bisschen an der ja, an dem Nutzungsgrad wiedererkennen oder spiegeln sich ja wieder. Im April hatten wir ein Austausch von 16.500 Nachrichten im Konzern. Im Mai ging es dann schon so weit runter auf 9.000. Juni bis September hatten wir im Schnitt 6.000 Nachrichten im Monat. Und ab Oktober ging es wieder bergauf. 8.500 im Oktober, November 11.000. Man merkt also auch hier, es wird wieder rege genutzt und es wird sehr intensiv auch zur Kommunikation, auch in Krisenzeiten für den Austausch ja, gebraucht und genutzt. Die Folie 4 bitte. Ja, ich hatte gerade eben das Thema Kommunikation und interne Werbemaßnahmen angedeutet. Wir haben aus der ersten Phase, aus der ersten Welle auch gelernt und festgestellt, dass wir ja nicht alle Mitarbeiter erreichen können oder auch nicht erreichen konnten. Wir hatten zwischenzeitlich neben den klassischen Intranet-Einträgen und E-Mail-Mailings auch jedem Mitarbeiter über seine Gehaltsabrechnung informiert über Netz 4. Wir haben jetzt letzte Woche auch im Rahmen der zweiten Welle eine zweite Unternehmenswerbekampagne gestartet, wo zum Beispiel in Teeküchen, sofern nicht im Homeoffice gearbeitet wird, Sie sehen es auf der linken Seite, Plakate aufgehängt werden und über Netz 4 informiert wird. Intranet ist bei uns natürlich ein ganz wichtiges Medium, wo man Informationen abrufen kann. Wir haben Videos veröffentlicht, wo auch nochmal dargestellt wird, wie Netz 4 uns im Rahmen der Corona-Krise helfen, unterstützen kann. Und im unteren Bereich sehen Sie auch nochmal so eine kleine Anleitung, wo wir einfach nochmal kurz dem einen oder anderen Mitarbeiter auch zeigen, wie einfach und wie schnell Netz 4 eingerichtet werden kann und letztlich auch ja, zur Nutzung kommen kann. Ja, das, wie gesagt, ist alles ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Einführung. Aber was uns die gesamte Zeit auch während des Rollouts und auch während der Corona-Krise wichtig war, beruht alles auf Freiwilligkeit und ohne Zwang. Das heißt, jedem Mitarbeiter ist überlassen, ob er Netz 4 nutzt oder nicht. Es ist ihm überlassen, ob er es über ein dienstliches oder über ein privates Gerät nutzt. Und es ist ihm überlassen, ob er es ein- oder ausschaltet. Wichtig ist uns nur, dass es da ist und dass Mitarbeiter sich die Informationen holen kann, die er benötigt.
Nächste Folie, bitte. Ich glaube, da sind wir dann schon bei der Genau. Abschlussfolie halt. Entschuldigung. So, der Zusammenfassung, bevor wir dann in den Fragen-Antwort-Teil gehen. Aber Herr Gutmann, ich wollte nochmal sagen, gerade bei der Folie, also nochmal herzlichen Dank. Und das, was Sie hier auf die Beine gestellt haben in Ihrem Haus, ist schon wirklich ganz, ganz toll. Das ist vorbildlich und aufgrund dessen ist es auch so erfolgreich bei Ihnen im Haus, denn die Information der Mitarbeiter ist sehr, sehr wichtig. Wir kennen das alle, sonst sitzt der Mitarbeiter da und er kriegt da irgendwas Neues von der IT, weiß noch gar nicht so recht, was soll ich denn damit machen und schaut vielleicht kurz hin und vergisst es wieder. Aber das, was Sie hier angestoßen haben mit dieser allumfassenden Information, natürlich auch in Netz 4, dass über die Broadcast-Kanäle da wirklich Informationen kommen, die den Mitarbeitern weiterhelfen und wichtig sind. Also das ist natürlich Werbung für die in der Applikation als solches, aber überhaupt, dass die Leute sich das runterladen, dafür ist diese Folie perfekt. Ja, und das kann ich anderen Häusern nur auch ans Herz legen, das so zu tun, weil dann wird die Akzeptanz in der Belegschaft viel, viel größer. Also nochmal vielen Dank, Herr Gutmann. Gerne. Vielleicht zur letzten Folie gleich, zur Zusammenfassung, ist noch ein wichtiger Punkt, der ich auch nochmal da sagen wollte. Ich würde jetzt gar nicht runterlesen wollen, sondern das Thema Kollaboration an einem Beispiel verdeutlichen bei uns im Konzern. Hat auch wieder mit Covid zu tun und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Samstagabend immer so ein besonderer Moment wird, ein Moment ist, wo die Kollegen anfangen, sich intensivst auch auszutauschen, weil da nämlich die meisten Themen hochploppen. Ich möchte von einem kleinen Ding, von einem kleinen Thema berichten. Typischer Samstagabend im April, eine unserer unsere Leitungen der Senioreneinrichtungen in unserem Konzern teilte im großen Krisenstab mit, dass in einer unserer Einrichtungen es zwei Corona-Fälle gibt und das ganze Infektionsgeschehen vor Ort sehr diffus ist. Jetzt haben wir Samstagabend und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem Thema um so zügig? Was ist passiert innerhalb des großen Krisenstabs? Ist eine kleine Chatgruppe geöffnet oder eröffnet worden? Es sind verantwortliche Kollegen hinzugezogen worden, hierarchieübergreifend, einrichtungsübergreifend, aus unserem Krankenhaus, Chefärzte, Oberärzte, IT-Abteilungen, Mitarbeiter aus der Senioreneinrichtung, verantwortliche Kollegen, die sich abstimmen. Innerhalb des Sonntags ist komplett über Textnachricht, über Netz 4 ein Austausch gestartet worden. Man hat sich abgestimmt. Es ist nicht telefoniert worden. Das ist echt verrückt, muss ich wirklich sagen. Am Montag darauf um 10.30 Uhr haben wir selbstständig den Massentest durchgeführt, ohne das Gesundheitsamt. Am Dienstag hatten wir die Ergebnisse auf dem Tisch und konnten aktiv werden. Und das ist, muss ich sagen, wirklich ein Beispiel für Kollaboration, so wie ich sie mir vorstelle. Ich glaube, wenn wir an der Stelle nicht hätten, ich weiß nicht, ich meine, wie viele von den Teilnehmern wissen, wie das ist in den Konzernen, in den Gesundheitsunternehmen, Arbeitsgruppen, das dauert. Wir waren in 2 Tagen durch. Das wollen wir nochmal zusammenfassen als wichtigen Punkt zum Thema Kollaboration. Es gibt es wirklich. Und es geht. Super. Ja, absolut. Das kann ich nur unterstreichen und so Praxisbeispiel veranschaulicht das natürlich noch viel, viel mehr als all die Folien, die wir vorher gesehen haben. Also nochmal herzlichen Dank, Herr Gutmann. Gut, also zusammenfassend kann man hier sagen, digitale Transformation, es ist komplex. Es geht um Anwendungen, es geht um Prozesse, es geht um Personen. Und die moderne Kommunikation ist ein wichtiger Baustein dabei. Mensch-Mensch, aber auch Mensch-Maschine-Kommunikation wird immer wichtiger. Und wie wir jetzt gerade sehr schön von Herrn Gutmann auch gehört haben, die Kollaboration über ein modernes Kommunikationstool ist halt viel, viel effizienter, als wie wenn man es in der klassischen Art und Weise macht, wo man sich dann einzeln zusammenruft oder irgendwelche E-Mails schreibt, die dann jemand erst am nächsten Tag liest und so weiter und so fort. Also von daher sehr, sehr wichtig. Aber nicht zu vergessen, Sicherheit und Datenschutz bleiben die höchste Prämisse und das garantieren wir Ihnen. Also bei allem, was getan wird, alle Funktionen, die Sie sehen in Netz 4, sind immer Ende zu Ende verschlüsselt. Und damit unterstützen wir Sie bei der digitalen Transformation und schaffen Mehrwerte. Und jetzt würde ich dann übergehen in den Teil der Fragen. Mehmet.
Ja, ich fand Immer das wieder eben auch nochmal willkommen. sehr beeindruckend, auch nochmal von mir. Vielen Dank, Herr Gutmann, dass Sie Ihre Erfahrungen so offen auch mit uns teilen. Wir haben in der Tat ein paar Fragen. Ich würde vielleicht in Anbetracht der Zeit einfach mal ein paar rauspicken, damit wir zumindest auch auf jeden Fall die Live-Demo noch schaffen, weil ich glaube, die ist wirklich auch sehr, sehr spannend und sehenswert. Ich pick mal hier eine Frage raus. Kann die Lösung auch für eine externe Kommunikation verwendet werden? Ich denke, darauf bist du schon eingegangen, Franz, aber vielleicht magst du trotzdem noch kurz was dazu sagen. In kurzen Worten, sie kann im Fahrersitz sitzt dabei ihre IT. Ihr IT-Administrator kann die sogenannte Gastfunktionalität für ihre Netzwerkorganisation erlauben oder nicht erlauben. Wenn die Gastfunktionalität erlaubt ist, können Mitarbeiter mit externen eine sichere Kommunikation aufbauen auf eine einfache Art und Weise. Man braucht nur die E-Mail-Adresse des Externen. Dann würde zuerst mal eine E-Mail vom System generiert, die der Externe, in dem Fall vielleicht der Patient oder Niedergelassener, bekommt, mit einem Link drin, wo er seinen Netzwerk-Account aktiviert, den kostenfreien Netzwerk-Professional-Account. Ich hatte es vorher gesagt, eine Gastkommunikation ist kostenneutral. Und wenn der Externe das gemacht hat, also sein persönliches Passwort vergeben hat, dann ist er schon bereits im Chat und es kann auch auf der Weboberfläche bereits geschehen. Also Externe müssen sich nicht mal die App runterladen, sondern die könnten auch gleich über den Browser dann mit einem Mitarbeiter von Ihnen kommunizieren, und das Ende zu Ende verschlüsselt. Okay, danke. Dann haben wir hier noch eine Frage. Wie sieht das Pricing aus, beziehungsweise das Lizenzmodell? Handelt es sich hierbei um User-Lizenzen, Endgeräte unabhängig? Ja, also die genauen Preisstaffeln, das ist dann natürlich eine Frage, die Sie an Ihren Deutsche Telekom Vertriebsansprechpartner stellen sollten. Aber grundsätzlich von der Methode dahinter ist es so, dass Sie pro aktiven Nutzer pro Monat Lizenzgebühren bezahlen. Das Schöne ist, es ist wirklich an dem Nutzer aufgehangen und nicht an Endgeräten oder dergleichen. Also ein Nutzer kann jetzt Netzwerk auf zum Beispiel 5 Endgeräten installieren, also auf seinem Smartphone, vielleicht hat er noch ein zweites Smartphone, dann noch ein Tablet und auf dem PC auch noch. Es ist trotzdem nur eine Lizenz nötig und nicht 4 oder 5. Okay, eine Frage, die da vielleicht direkt dran anknüpft. Kann man sich damit eine gesonderte Videokonferenzsoftware sparen? Das ist jetzt die kann ich mit Ja und Nein beantworten. Es kommt ein bisschen darauf an, was man schaffen will. Ja. Also geplante Videokonferenzen oder vielleicht sogar Webinare, wie wir es jetzt hier heute machen, mit 20, 30, 40 Leuten, die Sie auch noch aufzeichnen wollen. Dafür gibt es Videokonferenzanbieter, die machen das sehr, sehr gut und haben da mehr Features. Was wir Stand heute machen, ist Video Calling. Das heißt, bis zu 16 Teilnehmer. Da kann man nichts aufzeichnen, aber man kann Videotelefonie machen und zwar das Ganze ohne groß zu planen, ohne Einladungen zu verschicken, ohne Access Codes, sondern einfach mit einem Button-Click sozusagen in einer Chatgruppe. Und das ist ja genau das, was Ihnen dann das WhatsApp-Dilemma beseitigt. Und das ist genau das, was Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz brauchen. Die wenigsten Ihrer Pflegekräfte oder Ärzte werden wirklich große Videokonferenzen machen. Und wenn Sie das dann doch zu tun haben, dann können Sie sich für Ihr Haus ja noch 2 oder 3 Accounts holen, die dann verwendet werden können für große Videokonferenzen. Danke, Franz. Ich würde vorschlagen, ich nehme noch zwei Fragen ganz kurz darauf Jo. eingehen. Wie ist die Förderfähigkeit dieser Lösung im Zusammenhang mit Ah ja. dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz? Sehr gute Frage, habe ich ganz vergessen, darauf einzugehen. Ich kann natürlich jetzt Förderfähigkeit, man muss ja da Anträge stellen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, unter dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz kann man ja Projekte oder Applikationen, die man einführen will, einen Antrag stellen, ob sie zuschussfähig sind oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, viele unserer Interessenten haben jetzt schon Anträge gestellt und ich weiß von vielen, dass das sehr, sehr gut ausschaut, weil wir natürlich genau das bedienen, was die Bundesregierung hier ja auch schaffen will, nämlich den Digitalisierungsgrad hochzukriegen. Und da ist die Kommunikation
und Sicherheit. Weil wir spielen ja da quasi zwei Bälle. Nicht nur Kommunikation, sondern auch den Security-Aspekt. Also Cybersecurity und Kommunikation zusammen in der Lösung vereint. Mich würde es wundern, wenn es nicht förderfähig wäre, aber ich bin nicht der, der es entscheiden kann. Letzte Frage, und ich würde wirklich darum bitten, dass wir dann alle weiteren Fragen im Rahmen der Umfrage dann entsprechend stellen. Und wie gesagt, wir werden sie Ihnen dann kurzfristig beantworten. Kann man diese Lösung unkompliziert testen? Absolut. Sie können da wiederum Kontakt aufnehmen zu Ihrem Telekom-Vertriebsmitarbeiter und sich dann innerhalb kürzester Zeit eine Teststellung holen und diese dann auch, ich glaube, 6 Wochen sind sowieso kostenfrei, können Sie es dann testen. Super, Franz, dann haben wir jetzt noch 10 Minuten für die Demo. Ah, vielen ja. Dank. Genau. Ich sage schon mal vielen Dank. Danke auch für die guten Fragen. Jetzt schauen wir in die Demo rein. Das ist jetzt immer so eine Geschichte, ja, wenn man live was macht, aber das machen wir jetzt hier. Zack. Sie sollten sehen, meine Oberfläche meines Testaccounts. Der Testaccount hier, das ist über den Browser, das ist jetzt in meinem Fall der Firefox-Browser. Auf der linken Seite sehen Sie Chat-Konversationen, die bereits bestehen von diesem User. Der User hier heißt Jens, der ist zufällig auch der Admin von der Testorganisation, ist aber jetzt ein Nebenaspekt. Das ist ja die Ansicht, wie es jeder normale Nutzer auch sehen würde. Jetzt können wir mal sagen, gut, machen wir einen neuen Chat auf. Da klicke ich da oben drauf. Dann sage ich, jetzt will ich in diesen Chat zum Beispiel die Hanna, das ist eine auch aus dieser Testorganisation mit dabei haben. Ich kann aber auch den Herrn Gutmann, dem hatte ich hier auch schon mal Kontakt hinzufügen, also als externen. Und Mehmet, du müsstest hier auch schon bekannt sein. Kann ich auch dazufügen. Dann kann ich dem Ganzen noch einen Namen geben, da könnte ich es jetzt nennen. Webinar Dezember. Ja, hier kann man natürlich dann, wenn es bei Ihren Mitarbeitern dann so ist, eher so Sachen wie Impfung oder vielleicht Nachsorge, Blutschwamm oder was auch immer, also das Thema angeben und dann erstellt man die Konversation. In dem Fall sind wir dann schon zusammengeschaltet. Da schicke ich einmal eine Nachricht raus. Also das, glaube ich, spricht für sich. Man kann hier Nachrichten eingeben. Die dann auch beantwortet werden können von den Chat-Teilnehmern. Ich kann hier jetzt, der Gutmann hat schon geantwortet. Jawohl, wunderbar. Ich kann auch sowas wie mit Drag and Drop zum Beispiel hier mal ein Bild reinhängen und kann das versenden. Müsste auch recht schnell gehen. Jawohl, da ist es schon. Der Mehmet hat auch schon geantwortet. Ich könnte hier, ich zeige Ihnen das kleine Plus hier. Ich kann natürlich jetzt auch von dem Gerät aus jetzt Dateien über die Art und Weise auswählen, nicht nur über diese Drag-and-Drop-Funktionalität. Ich kann aus dem Cloud-Speicher Dateien holen, sofern der Cloud-Speicher verbunden ist mit der Lösung. Da ist zum Beispiel Dracoon zu nennen, ein Cloud-Anbieter für Secure File Sharing. Ich könnte meinen Standort teilen. Das mache ich jetzt einmal hier. Da werde ich nochmal gefragt, ob ich einen Zugriff erlaube. Das wäre mein Standort, ja, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann aber auch einen anderen Standort machen. Ich kann zum Beispiel sagen, lassen Sie uns in der Wohlfahrtklinik treffen. Ja. Dann sende ich den Ganzen, da steht dann anderer Standort und dann sage ich Treffpunkt 11 Uhr. Solche Dinge, das ist jetzt alles noch recht einfach gehalten. Ich kann hier Umfragen erstellen. Das hatte ich Ihnen ja auch erklärt. Ich gebe hier die Frage ein, gebe Antworten vor bis zu 10 Stück, kann dann sagen, das Ganze 5 Minuten oder 24 Stunden laufen lassen und Mitarbeiter können dann, jetzt mache ich das mal. So, sagen wir mal 5 Minuten. Dann erstelle ich das und dann haben die Kollegen jetzt auch bei sich dick hier stehen Umfrage. Also ich habe eine Umfrage gestartet und die können drauf abstimmen, so wie ich jetzt selber natürlich auch abstimmen kann. Ich würde gern zum Italiener gehen. So, das ist die Umfragefunktionalität. Können wir gleich nochmal zurückkommen, wenn die Kollegen auch was abgestimmt haben. Ich kann aber auch das tun, was ich vorher eingangs gesagt habe. Ich könnte jetzt sagen, ah, jetzt haben wir uns hin und her gechattet.
wäre doch mal gut, wenn man, jetzt muss ich doch mal telefonieren. Ja? Dann drücke ich da oben einfach auf den Hörer. Dann werde ich nochmal gefragt, will ich alle anrufen in dieser Chatgruppe oder vielleicht nur zwei davon. Ja? Rufe ich einfach mal alle an, drücke da drauf und dann werden Sie sehen, das ist dann das Schöne an der Lösung. Sie können es jetzt natürlich nicht hören. Ja? Jetzt kriege ich hier zwei Sachen, aber Sie sehen, wer verbindet sich gerade, bei wem klingelt es vielleicht nur. Jetzt ist der Mehmet drin, der Herr Gutmann und ich. Perfekt. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hören über GoToMeeting. Also ich höre die Kollegen. Kann sein, dass das hier sonst der gleiche Audio-Connector ist. Aber das können Sie mal glauben, dass man die Kollegen hört. Und man könnte jetzt sagen, ja, Mehmet, kannst du bitte mal deinen Bildschirm teilen? Ja, der Mehmet ist, du bist, glaube ich, auf deinem mobilen Telefon. Könntest du das jetzt noch teilen? Ja. So. Jetzt hat sie die Hanna noch mit rein verbunden. So. Ich glaube, die Kollegen hören dich jetzt nicht. Jetzt mache ich es mal so, ich tue mal die Hanna, tut mal den Bildschirm teilen. Das hat jetzt was wahrscheinlich mit GoToMeeting zu tun. Aber man sieht jetzt hier schon, jetzt muss ich natürlich auf Ton wegtun, dass wir keine Rückkopplung bekommen, aber Sie sehen, das ist jetzt schon von der Hanna der Bildschirm. Ja? Vom Handy in dem Fall sehen Sie hier, ich kann jetzt hier auf Kicker gehen. Und so einfach ist es, dass sich auch Kollegen dann austauschen können und kann irgendwas zeigen. Aber das beenden wir jetzt hier wieder wegen der Rückkopplungsgefahr und ich lege auch wieder auf. So, wunderbar. Jetzt haben wir eh bloß noch 3 Minuten. Also Sie haben gesehen, das war die, ja, die Telefonie mit Bildschirm teilen. Ich kann hier auch eine Videotelefonie starten. Das ist auf die gleiche Art und Weise. Jetzt rufe ich die Hanna mal nicht an. Könnte da drauf gehen. Und dann ist es jetzt natürlich die Frage, ob das, da muss ich jetzt, jetzt die andere Kamera sein, weil auf der Kamera ist ja schon GoToMeeting. Jetzt muss die integrierte Kamera rangehen. Genau, jetzt sehen Sie mich auch so ein bisschen am anderen Winkel. Ja. Bei den Kollegen ist es jetzt so, jetzt ist der Mehmet drin, dann mit seinem Handy. Ja, da sehen Sie den auch mal ein bisschen mehr von unten. Ja. Von daher, und der Herr Gutmann ist auch drin. Also so schnell und einfach funktioniert es. Und wie gesagt, die Geschichte hier ist jetzt auch Ende zu Ende verschlüsselt. Vielen Dank. Ich glaube, das genügt schon, um zu zeigen, wie einfach es ist. Und man braucht da jetzt nicht groß irgendwie, wie ich gesagt habe, was verschicken oder Access Codes und man braucht auch keinen Eingriff von der IT, sondern das können die Mitarbeiter dann selber so einsetzen, wie es für ihre Arbeit am sinnvollsten ist. Und abschließend zeige ich Ihnen jetzt hier noch Folgendes, nämlich die Broadcast-Kanäle. Da habe ich in der Testorganisation habe ich 3 eingerichtet. Das ist ein Corona-Update, das ist ein Marketing-Broadcast und Broadcast einfach Neuigkeiten aus der Geschäftsleitung vielleicht. Mir ist eins wichtig, dass Sie verstehen, die Broadcast-Kanäle legt der Admin an. Und der Admin gibt dort auch an, wer in welchem Kanal schreibberechtigt ist. Denn Sie wollen ja verhindern, schauen wir uns das an beim Herrn Gutmann, 3000 Mitarbeiter am Netz 4, wenn man jetzt als eine Information Corona-Update rausschicken würde und alle 3000 könnten darauf antworten, würden wir alle verrückt werden wahrscheinlich, weil da wird es nur noch ping, ping, ping machen. Insofern ist es so, wie jetzt in dieser Testorganisation, da sehen Sie, machen wir so einen kleinen Stift, Corona-Update, der Jens darf da reinschreiben, da kann er sagen, hallo, oder ich sag mal, keine Neuigkeiten. Entschuldigung. Dann bekommen die anderen in der Organisation das und das ist mir jetzt auch noch wichtig bei der Sache. Es bekommen Updates oder Broadcasts nur interne Mitarbeiter, weil wir haben vorher gelernt, man kann Netzwerk zwar auch mit externen führen, aber das ist dann eine reine Beziehung von einzelnen Mitarbeitern mit externen.
Updates hier in den Broadcast-Kanälen gehen sicher immer nur an interne Mitarbeiter, weil sie wollen ja nicht, dass interne Informationen aus Versehen nach außen gelangen. Insofern, hier Corona-Update kann der Jens reinschreiben und es gibt leider bloß noch zwei andere in der Organisation. Die zwei anderen würden das dann bekommen. Im Falle vom Marketing ist es so, dass der Jens gar nicht reinschreiben kann. Da hat nur die Hanna Schreibberechtigungen. Ja? Und das wäre es dann von meiner Seite. Vielleicht abschließend machen wir nochmal die Videokameras an, oder? Super. Und ich würde hier noch auf das abschließende. Genau, halt, Entschuldigung, das Ihnen noch zeigen wollen. Denn wenn Sie mehr erfahren wollen über das, was Sie jetzt hier hoffentlich genossen haben, die letzte Stunde, dann können Sie sich an Ihren Telekom-Vertriebsmitarbeiter wenden oder per Mail an telekom-webinare@telekom.de und die leiten das dann in die richtigen Kanäle. Und ich will an der Stelle nochmal vielen Dank sagen, ja, an Herrn Gutmann, an dich, Mehmet, an Sie alle, dass Sie heute dabei waren. Genau, vielen Dank auch an dich, Franz. Und wir starten jetzt mit der kurzen Umfrage. Wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden und bedanken uns letztendlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Spitze. Besten Dank. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.